Der nächste Redner ist der Vorsitzende des Rechtsausschusses, Stefan Brandner von der AfD, der die Hälfte der Rede der Ministerin verpasst hat. Da war er noch draußen, deswegen wird er wohl kaum auf Ihre Argumente eingehen können. Herr Präsident, meine Damen und Herren, Recht, Rechtsstaatlichkeit, Zuverlässigkeit und Ordnung. Dafür war Deutschland einst in der Welt bekannt. Verdammt lang her. Nach 13 Jahren Merkel steht unser Land inzwischen leider für peinliche Planungspannen wie Berlin oder Stuttgart 21, für ideologische Unsinnsprojekte wie Energiewende, Genderwahn und Eurorettung sowie für Grenz- und Einwanderungschaos. Unser Land leidet unter Herrschaft krimineller Clans, islamischer Paralleljustiz, linken und rechten Straßenterroristen und massiver Zuwandererkriminalität. Meinungsvielfalt und Meinungsfreiheit, aber auch die Versammlungsfreiheit sind massiv eingeschränkt und gefährdet. Medienvielfalt und Medienfreiheit gibt es nahezu nur noch aus Sicht der Altparteien. Abweichende Meinungen sind verpönt und werden unterdrückt. Sie fangen hier schon wieder an, merken Sie das? Menschen, die nicht an die vom sächsischen Ministerpräsidenten sogenannten Wahrheitssysteme des betreuten Denkens im Staatsfunk und in Einheitsmedien glauben, solche Menschen werden stigmatisiert, sozial geächtet und, wenn es besonders schlimm läuft, körperlich attackiert und verletzt. Und für die letztgenannte Drecksarbeit, meine Damen und Herren, sind die von den Altparteien finanziell gebestete Antifa und ihre Helfershelfer zuständig. Und die übernehmen das verdammt gerne. Kurz und gut, vom einstmals zuverlässigen freiheitlichen Rechtsstaat Deutschland, um den uns die Welt einst beneidete, ist nicht mehr allzu viel übrig. Und daran ist nicht Frau Merkel alleine schuld. Sie von den Altparteien tragen die Schuld dafür. Sie sind verantwortlich. Sie stehen für Ignoranz. Sie verschließen sich den drängendsten Problemen unseres Landes, die sie im Übrigen selber verursacht haben. Meine Damen und Herren, daran ändert auch der Pakt für den Rechtsstaat nichts, den Frau Barley angekündigt hat, denn bisher ist gar nichts passiert. Dabei ist aber nichts so wichtig wie die Stärkung der Justiz und der Vollzug bestehender Gesetze. Da wird gleich der Kollege Jens Mayer von der AfD noch zu ausführen. Ein Beispiel. Seit dem Jahr 2014 hat sich die Zahl der Asylverfahren vor deutschen Gerichten verzehnfacht. Während aber Abermilliarden für Migranten rausgeschmissen werden, scheitert die Einstellung neuer Richter am Geld. Diese Regierung hat also nicht nur die Innenstädte den meist illegalen Migranten überlassen, meine Damen und Herren, sondern gleich auch noch die Gerichte mit. Die Gerichte, die einst Aushängeschilder unseres Rechtsstaats waren. An anderer Stelle finden wir den Opferbeauftragten, der leider notwendig ist. Der bekommt Geld. Allerdings finden wir es sehr zynisch, einen Opferbeauftragten zu benennen und gleichzeitig Terrorkrieger ins Land zu holen. Unsere Lösung wäre im Pakt für den Rechtsstaat, Frau Barley, wir kontrollieren an den Grenzen. Wir weisen Illegale ab und Gefährder sperren wir ein oder weisen sie aus. Dann brauchen wir auch keinen Opferschutzbeauftragten mehr. Das wäre ein Pakt für den Rechtsstaat. Was finden wir noch im Haushalt von Frau Barley? Unsinnige Ideologieprojekte wie Geld für die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, die sich mit irgendwelchen Sexgebaren beschäftigt und dritten und weiteren Geschlechtern Vorschub leisten will. Wir finden Geld für Schnüffelei und Zensur, 3 Millionen Euro für die Evaluierung des Maaßschen Zensurgesetzes. Das brauchen wir nicht. Wir brauchen auch keine Evaluierung. Weg damit, meine Damen und Herren. Und schließlich, weil meine Zeit gleich um ist, die SPD befindet sich, Sie wissen es, im freien Fall. Und den Misthaufen der Geschichte, den der gestern sehr kurz und peinlich aus dem politischen Dämmerschlaf erwachte Martin Schulz, wo ist er eigentlich heute? Offenbar sehr gut kennt. Herr Kollege? Oder vielleicht riecht er auch den Misthaufen der Geschichte schon, meine Herr Kollege, Damen und Herren. Gestatten Sie eine Zwischenfrage? Nein. Möchte sie schneller noch irgendetwas liefern, nämlich die SPD? Eine verschärfte Form der Mietpreisbremse, eine Art Mietpreisvollbremsung, hat sie sich ausgedacht. Dabei versucht die SPD aber zu verschleiern, dass sie alleine für diese Misere auf dem Mietmarkt zuständig ist. Seit Jahren ist die Wohnungsbauförderung rückläufig. Seit Jahren werden Wohnungsbauer auch durch schikanöse Energiesparmaßnahmen eingeschränkt. Seit Jahren wurde auch in den Ländern der ländliche Raum sträflich vernachlässigt. Und schließlich, meine Damen und Herren, seit Jahren erfolgt eine millionenfache illegale Einwanderung, was zu einer weiteren Verknappung des Wohnraums auf dem freien Markt führt. So einfach ist das. Meine Damen und Herren, Das war, der kurzen Redezeit geschuldet, ein sehr kurzer Anriss unserer Kritik. Sie haben gehört, es gibt viel zu tun. Wir werden das in den Ausschüssen machen. Die AfD steht dafür bereit, meine Damen und Herren. Nutzen Sie unser Angebot. Vielen Dank. Wenn jetzt noch eine Zwischenfrage gestellt werden soll, bitte? Ich will die Zwischenfrage jetzt zulassen.
Jetzt gibt es keine Zwischenfrage mehr. Der nächste Redner kommt nämlich jetzt und das ist für die CDU. Tja, nach der Rede kann es keine Zwischenfragen mehr geben, lieber Herr Brandner. Der nächste Redner ist nämlich Stefan Hammert von der CDU-CSU, der stellvertretende Fraktionsvorsitzende, der jetzt hier das Wort erhält. Herr Präsident, sehr geehrte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, es gibt auf unserem Globus nur wenige Länder, in denen der Rechtsstaat so gut funktioniert wie in der Bundesrepublik Deutschland. Die Bindung des Staates an Recht und Gesetz, die Gewaltenteilung, die Achtung der Menschenrechte, eine unabhängige, eine unbestechliche Justiz, eine leistungsfähige Justiz mit hervorragend ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und weitgehende gesellschaftliche Akzeptanz gerichtlicher Entscheidungen. Und doch spüren wir alle, dass der Rechtsstaat im Augenblick besonderen Herausforderungen gegenübersteht und mit besonderen Gefahren zu kämpfen hat. Nicht zuletzt die Ereignisse in Chemnitz haben all dies noch einmal verdeutlicht. Ein schlimmes Tötungsdelikt, Verlangen nach Selbstjustiz, Zeigen des Hitlergrußes, Gewaltverherrlichung in einem Konzert, Angriff auf ein jüdisches Restaurant, Angriffe auf andere Menschen und viele andere schlimme Vorgänge. Wir leben in Deutschland nicht in einem Land von Faustrecht und Fehde, sondern in einem Staat des Rechts. Dieses Recht gibt den Ordnungsrahmen vor, innerhalb dessen Konflikte auszutragen sind. Und vielleicht ist ein wenig in Vergessenheit geraten, wie jung diese Errungenschaft eigentlich ist und in wie vielen Staaten der Erde wir um sie beneidet werden. Der Staat erwartet vom Bürger zu Recht, dass er sich der Selbstjustiz und auch der Vorverurteilung enthält. Auch dort, wo brutale Verbrechen geschehen und vielleicht gar ein Täter auf frischer Tat ertappt wird. Ebenso wie wir aushalten müssen, dass in gewissen Grenzen auch Menschen demonstrieren, deren politische Auffassung wir nicht teilen, muss jeder das Strafen unabhängigen Gerichten überlassen, und zwar nicht nach dem Rechtsgefühl, sondern nach der Rechtslage. Aber so wenig wie das Rechtsgefühl bei Urteilen eine Rolle spielt, müssen wir wachsam sein, wenn dauerhaft die Akzeptanz in der Bevölkerung zu schwinden droht. Und damit meine ich keine schreienden Rechtsradikalen, die verfassungsfeindliche Symbole zeigen und ausländerfeindlich oder antisemitisch auftreten, sondern ich meine die Menschen in unseren Wahlkreisen, die mit ihren Sorgen und Nöten auf Sie wie auf mich zukommen. Wir müssen uns einerseits gegen jede Verächtlichmachung des Rechtsstaats wehren und wir müssen andererseits genau hinsehen, woran es liegt, wenn in Teilen der Bevölkerung seine Akzeptanz schwindet, und wir müssen zuhören, wenn sachliche Kritik geäußert wird. Der Verzicht auf Selbstjustiz korrespondiert mit einem Sicherheitsversprechen unseres Staates. Der Staat muss die ihm übertragenen Befugnisse effektiv ausüben, die Polizei uns alle bestmöglich vor Straftaten schützen, wo Straftaten nicht verhindert werden können, die Täter ergriffen und durch den Staat einer angemessenen Strafe zugeführt werden. Für uns als Rechtspolitiker ist klar, es ist unverzichtbar, dass ein starker Rechtsstaat den Bürgern genau diese Sicherheit gewährt. Herr Kollege, gestatten Sie mir eine Zwischenfrage? Ich würde gerne im Zusammenhang ausführen, Herr Präsident. Wir haben deshalb, weil wir wissen, dass der Staat den Bürgern dieses Sicherheitsversprechen gewährt, in der neuen Legislaturperiode mit dem Pakt für den Rechtsstaat einen ganz zentralen Schwerpunkt gesetzt. Der Pakt für den Rechtsstaat besteht aus mehreren Säulen. Erstens, ein starker, ein wehrhafter Rechtsstaat braucht zunächst einmal genügend Personal, um seine Bürger schützen zu können, um sicherzustellen, dass keine rechtsfreien Räume entstehen, um in vertretbarer Zeit seine Urteile zu sprechen. Genug Personal bei der Polizei und den Sicherheitsbehörden, bei den Gerichten und bei den Staatsanwaltschaften. Und deshalb haben wir in dieser Legislaturperiode nochmals, genauso wie in der vorangegangenen, einen massiven Stellenaufwuchs bei der Polizei. Wir haben im Haushalt 2018 2.000 neue Stellen bei der Polizei, im Haushalt 2019 weitere 2.000. Und auch bei der Justiz, wo es sich in erster Linie um eine Länderkompetenz handelt, sind viele Länder schon tätig geworden und haben in den letzten Jahren Richter und Staatsanwälte eingestellt. Insgesamt
müssen 2000 neue Richter- und Staatsanwaltsstellen in Deutschland geschaffen und auch entsprechendes Folgepersonal eingestellt werden. Zweitens, ein starker Rechtsstaat braucht eine gut ausgestattete Justiz und Polizei. In Zeiten der Digitalisierung nicht gegenüber Kriminellen und Terroristen ins Hintertreffen gerät. Sie muss auch im Digitalen ermitteln können. Polizei und Justiz müssen ihre so gewonnenen Erkenntnisse über eine gemeinsame Datenschnittstelle miteinander austauschen können. Und hierfür brauchen wir auch die elektronische Akte im Strafprozess. Drittens, ein zentraler Punkt ist, dass wir die Gerichtsverfahren noch effizienter machen. Ja, es ist das gute Recht eines Verteidigers, jedes Recht auszuüben. Aber wenn wir sehen, dass Rechte missbraucht werden, wenn wir sehen, dass beispielsweise im NSU-Prozess Dutzende von Befangenheitsanträgen gestellt werden, um einen solchen Prozess in Mitleidenschaft zu ziehen, dann sind wir auch als Gesetzgeber gefordert. Und deshalb haben wir die klare Erwartung, dass missbräuchlichen Befangenheitsanträgen, missbräuchlichen Beweisanträgen und Ähnlichem ein Riegel vorgeschoben wird. Und da haben wir auch die Bitte, dass das, was wir bei diesen Dingen vereinbart haben, Frau Bundesministerin, durch das Bundesjustizministerium nun beschleunigt erarbeitet wird. Für uns ist ein wichtiger Punkt, dass wir auch den Ermittlern wichtige Erkenntnisquellen nicht vorenthalten. Deshalb sind wir der Auffassung, dass die DNA-Analyse ausgeweitet werden muss, um beispielsweise besser nach den Tätern fahnden zu können, etwa auch mit ihrer Haarfarbe oder mit ihrer Augenfarbe. Und es gibt einen vierten Punkt, das heißt mehr Opferschutz und mehr Prävention. Für uns bedeutet Opferschutz nicht nur, dass Menschen geholfen wird, die Opfer einer Straftat wurden, sondern es bedeutet für uns auch, dass man Menschen hilft, gar nicht erst Opfer einer Straftat zu werden. Wir haben beispielsweise in den vergangenen Jahren hier in der Bekämpfung des Wohnungseinbruchsdiebstahls viel auf den Weg gebracht. Die Zahl der Wohnungseinbrüche ist im Jahr 2017 um über 20% gesunken und dennoch sind wir noch nicht am Ende der Wegstrecke angekommen. Wir sind etwa der festen Überzeugung, dass die Überwachung der Telekommunikation bei Einbruchsdiebstählen ausgeweitet werden muss, weil sich oft erst in einem späten Stadium der Ermittlungen nachweisen lässt, dass hier Banden am Werk sind. Wir brauchen intelligente Videoüberwachung, nicht an allen Stellen, aber an Stellen mit einer besonderen Gefahrenlage, damit es auch möglich ist, die Gesichter von Straftätern zu erkennen. Bei all diesen großen Herausforderungen im Rahmen des Pakts für den Rechtsstaat sollten wir die in Relation dazu etwas kleineren, aber dennoch wichtigen Fragen der Rechtspolitik nicht vergessen. Ich denke da an manches Projekt auf europäischer Ebene. Wir sollten in Zeiten, in denen Europa starken Anfeindungen ausgesetzt ist, anhand ganz konkreter Projekte belegen, dass die Integration, dass die Rechtsvereinheitlichung in Europa den Menschen nützt. Ich denke hier etwa an das Thema der europäischen Privatgesellschaft, ein Institut, für das wir seit vielen Jahren arbeiten, das wir in Europa endlich auf den Weg bringen sollten. Und wir sollten meines Erachtens in der Rechtspolitik dort, wo wir in Europa manches im Augenblick vielleicht nicht durchsetzen können, versuchen, die deutsch-französische Integration zu vertiefen. Wenn wir manches im Augenblick auf europäischer Ebene nicht durchsetzen können, aber Rechtsvereinheitlichung in wichtigen Feldern etwa mit Frankreich hinbekommen, das mag im Bereich des Insolvenzrechts, in vielen anderen wirtschaftlichen Feldern der Fall sein, im Bereich des Gesellschaftsrechts, dann wäre auch das ein Fortschritt, der die Menschen erkennen lässt, wie sinnhaft eine weitere Rechtsharmonisierung und eine weitere Integration in Europa ist. Zu den Punkten, die uns in besonderer Weise am Herzen liegen, gehört, dass wir in der laufenden Legislaturperiode uns auch ausführlicher mit dem Fragenkreis der Zwangsadoption in der ehemaligen DDR befassen. Wir sind hier nicht am Ende der Erkenntnisse, wir sind eher am Anfang eines langen Prozesses. Aber angesichts des Verdachts, der hier im Raume steht, dass Menschen aus völlig sachfremden Gründen, aus politischer Motivation heraus Kinder entzogen wurden, sie diese Kinder vielleicht in der Folge nie mehr wiedergesehen haben, ist es, glaube ich, dringend erforderlich, dass der Deutsche Bundestag diesen Fragenkreis in der laufenden Legislaturperiode aufklärt. Meine
Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielleicht haben wir alle in den vergangenen Jahren etwas zu wenig für die großen rechtsstaatlichen Errungenschaften geworben. Vielleicht haben wir auch manchen Missstand in der Justiz, vielleicht manchen personellen Engpass in der Justiz zu spät bekämpft. Vielleicht haben wir damit denen, die Freiheit, Demokratie und Rechtsstaat in ihrem Innersten verachten und den Rechtsstaat deshalb verächtlich zu machen suchen, zu viel Angriffsfläche geboten. Sollte dem so sein, müssen wir umgehend umschalten. Kaum ein Projekt verdient es, so ins Zentrum der laufenden Legislaturperiode gestellt zu werden, wie die Stärkung, wie die Ertüchtigung unseres Rechtsstaates. Lassen Sie uns dies jedenfalls im Kreis derjenigen Fraktionen, die sich zu diesem Staat, zu seinen zentralen Pfeilern bekennen, gemeinsam in Angriff nehmen. Herzlichen Dank. Der nächste Redner, Dr. Stefan Ruppert für die FDP-Fraktion. Herr Präsident, meine sehr geehrten Damen und Herren, lassen Sie mich eine Vorbemerkung machen. Es ist wohltuend, einer Rede von Frau Barley oder eben auch von Herrn Habert zuzuhören. Zeigen Sie doch, dass wir Gemeinsamkeiten haben als Demokraten. Es ist fast ungewohnt, dass die Nüchternheit und Sachbezogenheit dieser Reden in diesem Haus aus den anderen Debatten fast schon herausfallen. Man ist vielleicht geneigt, eine Rede wie die von eben von Stefan Habert eher als nüchtern trocken zu betrachten. Aber nein, sie ist endlich entlang des uns aufgegebenen Gegenstandes und damit zutiefst in der Sache. Und das sollten wir viel mehr praktizieren als manche Aufgeregtheit, die in der Regel auch von den Bürgern außerhalb dieses Hauses wenig gutiert wird. Ein Lob. Ich finde es gut, dass wir eine Justizministerin haben, die zuhört, die unaufgeregt arbeitet und Dinge aufnimmt und klug analysiert. Ich finde, sie hebt sich damit wohltuend ab vom zweiten Verfassungsressort, das in Aufregungswellen über die Mutter aller Probleme sinniert und damit leider Vertrauen, was wir dringend bräuchten und was durch den Pakt für Rechtsstaatlichkeit ja auch intendiert und unterstützt wird, Vertrauen wieder zerstört, was wir dann erst mühsam wieder aufbauen müssen. Ich vermisse aber, und ich bin ja ein Redner der Opposition, ich vermisse aber eine klare bürgerrechtliche Orientierung. Leider ist es immer noch so, dass die Vorratsdatenspeicherung, die quasi gerichtlich außer Kraft gesetzt und mit einer Art Moratorium versehen worden ist, dass es dazu keinerlei Regelung gibt. Es wäre an der Zeit, dieses Gesetz außer Kraft zu setzen. Und ich würde mir eine Initiative einer Rechtsstaatspartei wünschen und auch dieser Ministerin. Darauf warten wir leider vergeblich. Genauso vergeblich warten wir auf eine Klärung bei 219a. Wir haben gehofft, dass die Debatten, die wir am Anfang des Jahres, die viele Menschen bewegt haben, jetzt auch eine Erklärung herbeigeführt werden. Aber leider auch da zu wenig Initiative. Und dann besonders frustrierend ist natürlich das Vorgehen bei der Mietpreisbremse. Da haben wir ein Instrument, was nach Aussagen sowohl des Mieterbundes als auch von Haus und Grund, als auch von allen Wissenschaftlern nicht funktioniert hat. Alle Seiten sagen, dieses Instrument funktioniert nicht. Was machen Sie mehr? Sie geben von einem Medikament, das schädliche Wirkung hat, einfach eine höhere Dosis. Und dieses Vorgehen ist weder rechtsstaatlich sinnvoll, noch entspricht es unserer Eigentumssystematik. Eine Regulierung in dieser Art und Weise, wir können überall auf der Welt sehen, wo Preise festgesetzt werden, denn es ist ja der zweite Schritt, den Thorsten Schäfer-Gümbel in Hessen gefordert hat, einen Mietpreisstopp, wo Sie also einer Preisregulierung durch den Staat das Wort reden. Dort wird es weniger Wohnungen, steigende Mietpreise geben und am Ende eine fahrlässige Wohnungsbaupolitik, die zutiefst unsozial ist. Dann haben Sie im Bundeswirtschaftsministerium, das ja mal den Anspruch hatte, wieder ein Hort Erhardscher Marktwirtschaft zu werden, einen Beirat.
Und der sagt Ihnen dann von wissenschaftlicher Seite unisono, was Sie dort machen, ist schlicht unwirksam, es ist nicht der richtige Weg, es ist falsch und die wissenschaftliche Expertise widerspricht Ihrem politischen Vorhaben. Und was machen Sie? Die Menschen, die in diesem Beirat für Sie tätig sind, die Sie beraten sollen, verunglimpfen Sie als neoliberale Spinner und werfen den Rat schlicht in die Tonne. Dafür braucht man dann auch wirklich keinen Beirat mehr, wenn man das, was einem wissenschaftlich empfohlen wird, null beachtet. Ich weiß, dass Sie es mit der sozialen Marktwirtschaft im Wohnungsbaumarkt nicht so sehr haben. Wir könnten Ihnen empfehlen, was zu tun ist. Weniger Bürokratie, einen Freibetrag auf die Grunderwerbsteuer, Senkung der Standards, Ausweisung von mehr Wohnraum. Denn in den letzten Jahren wissen wir, es fehlt 1 Million Wohnungen, insbesondere in den großen Ballungsräumen. Und Ihre Politik wird dieses Problem weiter verschärfen. Am Ende will ich auch etwas zum Forum Recht sagen. Wir hatten jetzt mehrere Tagungen in Karlsruhe, hochinteressant, wo Menschen sich mit der Frage befassen, wie man auf dem Gelände des Bundesgerichtshofs den Gegenstand Recht, der für viele trocken ist, greifbarer machen kann. Es geht dabei nicht um eine Musealisierung des Rechtsstaats, sondern es geht um seine Gegenwartsrelevanz und um seine Stärkung. Führende Rechtshistoriker, Zeithistoriker haben darüber umgeworben, wie wir das Recht in seiner Relevanz für die Gewaltenteilung, auch für Demokratie, sichtbarer machen. Und ich finde es ein zutiefst sinnvolles Projekt. Es hat unsere Unterstützung auch aus der Opposition. Ich wünsche mir auch allgemeine Beteiligung am Nachdenken darüber. Der Rechtsstaat ist eine der größten Errungenschaften, die wir in Deutschland haben. Er funktioniert, und das hat Stefan Habert auch zu Recht gesagt, im internationalen Vergleich sehr gut. Er muss weiter verbessert werden, und wir müssen für ihn werben. Sonst überlassen wir Menschen, die wir nicht haben wollen, das Terrain. Und das wäre wirklich nicht schön. In einem solchen nicht rechtsstaatlichen Land möchte ich nicht leben. Vielen Dank. Ich bin ja Redner der Opposition, hat Stefan Ruppert von der FDP gesagt. Und man muss ihn mal loben dafür. Er hat es deshalb gesagt, weil er zunächst die Ministerin und ihre Politik durchgehend gelobt hat. Das kann ja auch mal der Fall sein. Man muss ja nicht automatisch immer gegen alles sein. Aber dann hat er ja doch noch ein paar Kritikpunkte gefunden. Viktor Perli jetzt von der Linken. Verbraucherschutz und für einen handlungsfähigen demokratischen sozialen Rechtsstaat ein. Demokratisch und sozial heißt, Recht haben und Recht bekommen darf niemals davon abhängen, wie dick der Geldbeutel ist. Die Gerichte müssen so gut ausgestattet sein, dass sie sorgfältig und zügig urteilen können. Nun ist es eine aktuelle Herausforderung, den Rechtsstaat auch gegen Angriffe auf seine Existenz vom rechten Rand zu verteidigen. Eine interessante Idee ist das Projekt Forum Recht in Karlsruhe. Es ist bereits hier angesprochen worden, das im kommenden Jahr starten soll. Mit einer Ausstellung, aber auch mit bundesweiten Angeboten und Projekten soll es dazu beitragen, die Bildungs- und Dialogangebote zum Rechtsstaat zu stärken. Hierzu haben wir in den vergangenen Wochen gute Gespräche geführt, von der FDP bis zur Linken. Meine Fraktion unterstützt dieses Projekt grundsätzlich. Ich möchte Ihnen dazu den Vorschlag unterbreiten, dass wir dieses Forum Recht griffiger als Bundeszentrale für rechtsstaatliche Bildung bezeichnen und es damit zur Schwester der Bundeszentrale für politische Bildung machen. Meine Damen und Herren, zu einem guten Verbraucherschutz gehört auch ein guter Schutz vor steigenden Mieten. Die bisherige Mietpreisbremse war eine wirkungslose Vollkatastrophe. Der Mieterbund befand, ich zitiere, die Mietpreisbremse ist unbrauchbar. Das sagt der Mieterbund. Warum? Weil die Große Koalition dafür gesorgt hatte, dass die Vermieter am Ende doch am längeren Hebel sitzen. Freunde von mir berichten von absurden Situationen in Hamburg und in Berlin bei Wohnungsbesichtigungen. Da bewerben sich 50 Menschen um eine Wohnung. Und natürlich traut sich niemand, die provokante Frage nach der Vormiete zu stellen, weil dann die Person sofort heraus wäre aus dem Verfahren. Aus Sicht vieler Mieterinnen und Mieter gibt es zwei zentrale Kritikpunkte. Zum einen die vielen Ausnahmen. Die Mietpreise gilt nicht, wenn zum Beispiel Renovierungen stattgefunden haben. Zum anderen fehlen Strafen für Vermieter, die sich nicht ans Gesetz halten. Wenn Vermieter die Mieter betrügen bei der Mietpreisbremse, dann ist das laut CDU, CSU und SPD ein Bagatelldelikt, genauso wie Falschparken. Ja, wo leben wir denn, wenn man Mieter betrügt? Nun gibt es einen
neuen Gesetzentwurf. Es ist ein Eingeständnis, dass die bisherige Mietpreisbremse wirkungslos gewesen ist und jetzt nachgeschärft werden soll. Das klingt erstmal gut. Und dann schaut man ins Gesetz rein. Es gibt wieder Ausnahmen. Wieder, wenn die Wohnung modernisiert worden ist. Und es gibt wieder keine Strafen für betrügende Vermieter. Das ist eine tolle Verbesserung. Die beiden entscheidenden Kritikpunkte haben Sie überhaupt nicht angegangen. Frau Ministerin Barley, es ist jetzt schon absehbar, im nächsten Jahr, wenn wir wieder hier stehen, wieder darüber sprechen, dass die Mietpreisbremse irgendwie wirkungslos geblieben ist. Und die SPD wird dann ganz überrascht sein und ein paar Nachbesserungen ankündigen, ein 12-Punkte-Papier verabschieden, dann, wenn es zu spät ist. Es kann doch nicht wahr sein, dass Sie wieder und wieder der Vermieterlobby auf den Leim gehen und dabei scheitern, die Mieterrechte zu stärken. Die Linke will eine Mietpreisbremse, die bundesweit unbefristet und ohne Ausnahmen gilt. Um das durchzusetzen, braucht es zwei zentrale Dinge. Erstens Strafen für Vermieter, die sich nicht an das Gesetz halten und gegen die Mietpreisbremse verstoßen. Und für große Städte muss es zudem einen Mietpreisspiegel geben, in dem alle Mieten enthalten sind. Nichts davon löst Ihr Gesetzentwurf ein. Er bleibt sogar hinter den dürftigen Formulierungen im Koalitionsvertrag zurück. Deshalb laden viele Mieterinitiativen, Gewerkschaften, Sozialverbände, der Mieterverband gemeinsam ein, in der kommenden Woche zu protestieren gegen die Wohnungspolitik der Großen Koalition. Wir laden dazu ein zum alternativen Wohnungsgipfel am 21. September hier in Berlin. Und wir werden den Protest vor das Kanzleramt tragen. Das ist dringend notwendig. Der Druck muss hier erhöht werden. Und die Linke wird das Thema bezahlbare Mieten, starke Mieterrechte und eine Mietpreisbremse, die ihren Namen verdient, weiter zu einem zentralen Thema auch hier im Deutschen Bundestag machen. Vielen Dank. Die Kollegin Dr. Manuela Rottmann hat das Wort für Bündnis 90 Die Grünen. Sie ist die Obfrau im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz für die Bündnis Grünen. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen. Man könnte ja meinen, das ist ein gutes Zeichen, wenn hier so viel über den Rechtsstaat geredet wird. Aber ich habe langsam das Gefühl, je mehr die Koalition über den Rechtsstaat redet, desto weniger weiß sie damit anzufangen. Ich nehme den Pakt für den Rechtsstaat. Der ist im Koalitionsvertrag noch das zentrale Projekt dieser Koalition. Und dieses zentrale Projekt kann nur mit den Ländern umgesetzt werden. Herr Fechner hat im Mai hier im Plenum gesagt, in der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz am 14. Juni wird die Kanzlerin eine Vereinbarung über den Pakt für den Rechtsstaat abschließen. Haben Sie gesagt, gucken Sie ins Protokoll. Und jetzt ist dieses zentrale Projekt, wie ich gerade gehört habe aus Ihrer Rede, Frau Ministerin, zur Daueraufgabe herabgesunken. Ich habe auch neulich noch mal nachgefragt beim Bundesministerium für Justiz, wann wird denn dieser Pakt für den Rechtsstaat vorgestellt? Die Antworten sind immer sehr länglich, aber es steht gleichwohl wenig drin. Ich kürze ab. Es gibt kein Datum, es gibt keine Legislaturperiode, es gibt keinen Zeitplan, es gibt noch nicht mal einen Zeitplan für einen Zeitplan, wann der Pakt für den Rechtsstaat eigentlich vorankommen soll. Der Pakt für den Rechtsstaat ist ein Luftballon, und so ist es auch mit dem Schutz von Mieterinnen und Mietern vor unbezahlbaren Mieten, so ist es mit der Digitalisierung und Entlastung der Justiz. Das sind alles Luftballons, und es liegt nicht daran, dass die Ministerin ihr Amt nicht versteht. Es liegt auch nicht daran, dass wir schlechte Kollegen im Rechtsausschuss hätten. Nein, ich schätze die Kolleginnen und Kollegen im Rechtsausschuss. Es liegt daran, dass in dieser großen Koalition die Rechtspolitik zur Verhandlungsmasse herabgesunken ist für die Lösung ganz anderer Probleme. Alexander Dobrindt hat gestern hier auf etwas Wichtiges und Richtiges hingewiesen, nämlich, dass die CSU seit 13 Jahren in Deutschland regiert. Und auch er hat den Rechtsstaat beschworen. Rechtstreue beweist man ja nicht, indem man Regeln befolgt, die einem sowieso passen, sondern Rechtstreue zeigt sich dann, wenn man sich daran hält, was man für grundfalsch hält, und es ist Recht, und man hält sich trotzdem dran. Das ist Rechtstreue. Und da wir Grüne seit 13 Jahren bekanntermaßen nicht mehr in Deutschland, in der Bundesrepublik regieren, wissen wir sehr gut, wie sich das anfühlt. Jede unserer Landesministerin, jeder unserer Landräte muss Bundesrecht umsetzen, das er für grundfalsch hält, für himmelschreiend ungerecht, und er tut es. Wie viel leichter müsste es
das eigentlich einer Partei fallen, Herr Hoffmann, die seit 13 Jahren die Regeln in Europa und in Deutschland selber bestimmt? Das müsste doch eine einfache Sache sein. Sie selbst von der CSU haben zuletzt 2008 für die Luftschadstoffgrenzwerte in Brüssel die Hand gehoben. Und nun sieht sich die bayerische Justiz dazu gezwungen, dem Kabinett Söder sogar eine Zwangshaft anzudrohen, weil sie sich an die von ihnen selbst gesetzten Regeln nicht halten wollen. Das ist ein einmaliger Vorgang in der Bundesrepublik. Sie von der CSU haben sich hier immer dafür stark gemacht, dass Familien im ALG-II-Bezug und den Beziehern von Grundsicherung im Alter jeder Pfennig angerechnet wird. Sie haben keinen unserer Vorschläge aufgegriffen, Kinder aus der Armut zu befreien oder die Situation pflegender Angehöriger zu verbessern. Und 2018 versprechen Sie diesen Menschen vor der Bayernwahl Geld. Und Sie kümmern sich einen feuchten Kehricht darum. Sie sind in der Bundesregierung. Und Sie kümmern sich einen feuchten Kehricht darum, wie das mit dem von Ihnen beschlossenen Bundesrecht vereinbar ist. Wie wollen Sie denn eigentlich nach der Wahl den Leuten noch unter die Augen treten, wenn gerade die Bedürftigsten dieses Geld wieder zurückzahlen sollen? Wie wollen Sie das machen? Und ein Herr Seehofer hat sich nach Berlin aufgemacht, um eine angebliche Herrschaft des Unrechts zu beenden. Ausgerechnet dem muss diese Woche das Oberverwaltungsgericht Bremen erklären, dass er seine leitenden Beamten nicht im Vorfeld verurteilen kann für angeblich bewusste Rechtsverletzungen, die er bis heute nicht belegen kann. Sie wollen das Unrecht bekämpfen? Sie, die Spitze der CSU, die Dobrindts, die Scheuers, die Söders, die Seehofers, Sie müssten schamrot werden, wenn Sie das Wort Rechtsstaat aussprechen. Ihr Markenkern war einmal, dass man Ihnen eines immer zugetraut hat, zu regieren. Und Sie suchen ja überall nach Schuldigen, warum man Ihnen das nicht mehr zutraut. Die Merkel-CSU, die Migration, ich sag's Ihnen, Sie ganz allein, Sie haben selber verbockt. Für die SPD-Fraktion. Nächste Rednerin hier in der Debatte Einzelplan 07 Justiz und Verbraucherschutz ist Esther Dilcher von der SPD. Sie ist Mitglied im Ausschuss für Recht und Verbraucherschutz. Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Frau Ministerin Barley, sehr geehrte Damen und Herren Kollegen. Grundsätzlich ist über den Einzelplan 7 wurde bereits thematisiert. Und ich will es gerne an dieser Stelle auch noch mal bestätigen. Wir werden die Handlungsfähigkeit unseres Rechtsstaats weiter sichern und vor allem sichtbar machen. Dazu hat die Ministerin schon ausführlich gesprochen. Die Bundesrepublik ist ein demokratischer und sozialer Rechtsstaat. Das heißt, alles, was staatliche Behörden in Deutschland tun, ist an Recht und Gesetz gebunden. Mit dem Rechtsstaat korrespondiert auch die Rechtssicherheit. Jeder oder jede Einzelne muss sich auf die bestehenden Gesetze verlassen können, muss darauf vertrauen können. Und die Freiheit jeder oder jedes Einzelnen muss gesichert werden. Das Grundgesetz gewährt diese Rechte allen Menschen, die sich in unserem Land aufhalten, nicht nur Deutschen. Ich möchte mein Hauptaugenmerk heute Morgen einmal auf den Opferbeauftragten der Bundesregierung richten. Das Bundeskabinett hat am 11. April 2018 Herrn Prof. Dr. Edgar Franke zum Beauftragten der Bundesregierung für die Anliegen von Opfern und Hinterbliebenen von terroristischen Straftaten im Inland ernannt. Im letzten Haushalt wurden erstmalig die Mittel für die Stelle des Opferbeauftragten bewilligt und auch für seine Geschäftsstelle. Dr. Franke ist der zentrale Ansprechpartner für alle Anliegen der Betroffenen von terroristischen Straftaten im Inland. Man findet unter anderem für Terrorismus folgende Definition: kriminelle Gewaltaktionen gegen Menschen oder Sachen zur Erreichung eines politischen, religiösen oder ideologischen Ziels. Diese Definition ist jedoch im Einzelnen umstritten. Da steht aber keineswegs drin, Herr Brandner, dass Terrorismus nur von Menschen mit Migrationshintergrund begangen wird, sondern sie können sogar selbst auch davon betroffen und Opfer sein. Im Falle eines hoffentlich nicht eintretenden Terroranschlags
ist es neben den Ländern seine Aufgabe, sich um eben alle diese Opfer und um deren Hinterbliebenen zu kümmern. Er vermittelt Kontakte zu den mit einem Terroranschlag befassten Behörden des Bundes und der Länder und vermittelt Unterstützung. Und sowas gab es eben bis 2018 bei uns in diesem Land noch nicht. Er wird die Betreuung auch der Opfer des Breitscheidplatzes fortführen und die Betreuung der NSU-Opfer. Mit dem ständigen Opferbeauftragten haben Betroffene zukünftig immer einen zentralen Ansprechpartner, der sich um alle ihre Fragen und Anliegen kümmert. Terroranschläge sind immer gezielte Angriffe gegen den Staat, gegen unsere freiheitlich-demokratische Grundordnung und unsere offene Gesellschaft. Und damit kommt dem Staat eine besondere Verantwortung gegenüber den Opfern und Hinterbliebenen zu. Im Haushalt werden 2,8 Millionen für Opfer extremistischer Übergriffe und weitere 6,2 Millionen für Opfer terroristischer Gewalt bereitgestellt. Frau Kollegin, gestatten Sie eine Zwischenfrage des Kollegen Stratmann? Ja. Stratmann von der Linken mit einer Zwischenfrage. Herzlichen Dank, Frau Kollegin. Sie haben dankenswerterweise, wie viele Vorredner auch schon mal, auf den Pakt für den Rechtsstaat am Anfang Ihrer Rede Bezug genommen. Ich möchte Sie in diesem Zusammenhang gerne mit drei Fragen, die ich habe, konfrontieren. Die erste Frage, die Aufgabe des Paktes für den Rechtsstaat ist doch sicherlich auch von allen Sicherheitsbehörden dieses Landes mit zu erfüllen. Zweite Frage, ein Verfassungsschutzpräsident, der Informationen, die noch nicht veröffentlicht sind, an die AfD weitergibt, verletzt er aus Ihrer Sicht seine Amtspflichten? Und die dritte Frage bezieht sich auf Herrn Brandner, an den diese Informationen weitergegeben worden sind. Meinen Sie wie ich, dass den Vorsitzenden des Rechtsausschusses eine Informationsverpflichtung gegenüber dem Rechtsausschuss trifft, wenn er mit dem Verfassungsschutzpräsidenten Informationen austauscht? Im Einzelnen, wir sind beide Juristen und da mir diese Tatsachen selbst aus eigener Erkenntnis nicht bekannt sind und da sicherlich noch ermittelt wird, werde ich zu diesen laufenden Ermittlungen jetzt hier keine Stellung nehmen. Die erste Frage war, ob die Sicherheitsbehörden das unterstützen. Der Pakt für den Rechtsstaat ist allumfassend und Frau Ministerin hat schon dargelegt, es wird eine Daueraufgabe sein, sodass wir uns da auch in alle Richtungen orientieren werden. Wenn das so ist? Nein, das stimmt. Aber ich habe es selber nicht gehört. Wie wichtig aber die Stärkung und Hilfeleistung für Opfer ist, hat unsere Bundesfamilienministerin Franziska Giffey gezeigt, als sie vor jeder anderen Äußerung ihrerseits zu den Vorfällen in Chemnitz zunächst einmal ihre Trauer und ihre Anteilnahme vor Ort bekundet hat. Vielen Dank dafür. Und ich denke, so muss das auch zukünftig laufen, dass wir die Opfer nicht vergessen bei solchen Anschlägen. Daneben wird der Opferbeauftragte auch erstmal Informationsmaterial zur Verfügung stellen, denn diese Stelle ist neu eingerichtet, noch nicht bekannt. Er wird natürlich selber auch, falls es bedauerlicherweise zu weiteren Terroranschlägen kommt, die wir nicht verhindern werden können und die es auch schon immer gegeben hat, die also kein neues Phänomen darstellen, auf die Opfer zugehen. Wichtig sind in diesem Fall auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die auf Abruf zur Verfügung stehen, die fachlich und psychologisch geschult sind, um die Opferbetreuung zu übernehmen. Ich freue mich, dass der Opferschutz und die Entschädigung und die Hilfen für die Opfer sich im Einzelplan deutlich widerspiegeln und es mit dem Opferbeauftragten einen zentralen Ansprechpartner für Opfer und Hinterbliebene gibt. Ich bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Der Kollege Martin Hohmann ist der nächste Redner für die AfD-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, verehrte Frau Ministerin, verehrte Kolleginnen und Kollegen. Die 876 Millionen Euro Gesamtetat im Haushalt dienen mehr zu 70% als 70% der Deckung von Personal- und Verwaltungskosten.
Insgesamt wirkt diese knappe Milliarde im Vergleich eher unbedeutend. Der Haushalt des Justizministeriums ist jedoch ein Haushalt sui generis. Die Größe des Haushaltes und die Einflussmöglichkeiten des Ministeriums stehen in einem umgekehrten Verhältnis. Mit anderen Worten, die Einflussmöglichkeiten des Justizministeriums sind weit größer als die nackten Zahlen des Etats vermuten lassen. Kein Gesetz der anderen Ressorts kommt ins Bundesgesetzblatt ohne Prüfung durch das Bundesjustizministerium. Gesetzliche Endkontrolle sozusagen. Zusammen mit dem Initiativrecht zeigt sich daran die außergewöhnlich starke Stellung dieses klassischen Ressorts Justizministerium. Das erlegt der Behördenleitung, der Justizministerin, eine besonders hohe Verantwortung auf. Ob Sie, Frau Ministerin, dieser Verantwortung in Ihrem Interview mit dem Südwestfunk vom 31. August 2018 gerecht geworden sind, darf bezweifelt werden. Sie haben die Teilnehmer einer rechtsgerichteten Demonstration in Chemnitz scharf kritisiert. Wörtlich: Wer auf solchen Demos unterwegs ist, der muss sich das, gemeint sind Straftaten aus der Demonstration heraus, zurechnen lassen. Gestern schon hat unser Vorsitzender Dr. Alexander Gauland das Zeigen des Hitlergrußes und andere Straftaten klar verurteilt. Ich schließe mich dem an. Hat er klar verurteilt. Dumpfbacken, Ewiggestrige oder auch Provokateure sind leider mit zugange. Und wenn hier in Berlin Jusos, DGB-Jugend und Antifa gemeinsam marschieren, wollen Sie, Frau Ministerin, dann wirklich jedem Juso brennende Autos, verletzte Polizisten, geworfene Molotow-Cocktails zurechnen wegen Zusammenrottung zu einem Mob? Wie soll man bei Straftaten aus einer Demo also mit Ihrem Verdammnisurteil entgehen, das da lautet, dann ist man Teil des rechtsradikalen Mobs? 95% oder mehr rechtstreue Teilnehmer werden von Ihnen zum Mob umetikettiert. Glauben Sie damit, dem hohen Rang des Grundrechts auf Demonstrationsfreiheit gerecht zu werden? Glauben Sie, den tausenden Bürgern gerecht zu werden? Die nackte Angst treibt Sie auf die Straße. Eine Angst, die Sie als chauffierte Dienstwagennutzerin nicht nachvollziehen können. Und Wut treibt Sie auf die Straße. Die Wut über eine verfehlte Zuwanderungspolitik der Bundeskanzlerin Angela Merkel. Sie sind Teil Ihrer Regierung. Sie tragen Mitverantwortung. Wer auch nur ein wenig Welt- und Menschenkenntnis hatte, sagte schon vor 3 Jahren Morde, Totschlag und Vergewaltigungen voraus. Wer damals warnte, wurde als Fremdenfeind, Islamophob und Rechtsradikaler oder gleich als Nazi etikettiert. Frau Ministerin, setzen Sie bitte nicht diese Diffamierungskampagne fort. Nehmen Sie die berechtigten Sorgen der Bürger ernst, auch der Bürger von Chemnitz. Die nächste Rednerin ist die Kollegin Mechthild Heil, CDU-CSU-Fraktion. Und auch Mechthild Heil ist wie Martin Hohmann Mitglied im Ausschuss, im Haushaltsausschuss. Sehr geehrter Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, Einzelplan 07, Justiz und Verbraucherschutz, sprechen wir mal über den Verbraucherschutz. Unser Verbraucherbild ist geprägt vom eigenverantwortlichen und selbstbestimmten Verbraucher als aktiver Teilnehmer im Markt. Ja, wir alle sind Teilnehmer und Konsumenten im Markt und in der Gesellschaft. Und ob wir uns im Markt und auch in der Gesellschaft wohlfühlen, ob wir Wahlmöglichkeiten haben, ob wir dieses oder jenes Produkt als geeignet ansehen, all das hat Auswirkungen darauf, ob wir uns als Menschen ernst genommen fühlen oder ob wir uns vielleicht sogar ausgeschlossen fühlen. Verbrauchern und damit auch der Verbraucherschutz kommt damit eine zentrale Rolle in unserer Gesellschaft zu. Wir als CDU-CSU haben im Blick, dass kein Verbraucher auf jedem Markt zu 100% informiert sein kann
oder das auch gar will. Eins muss aber gelten. Der Verbraucher muss wissen, dass er sich sicher in jedem Markt bewegen kann. Er muss wissen, dass der Gesetzgeber, die Justiz und auch die Verbraucherorganisationen die schwarzen Schafe im Markt finden und dann auch effektiv ausschließen. Es gibt Märkte, wo das schon heute gut funktioniert. Lange Erfahrungen haben wir zum Beispiel im Markt rund um die Ernährung. Auch im Finanzmarkt wurde nach der Finanzkrise wirklich viel reguliert. Manchmal denke ich sogar, wir haben zu viel reguliert. In anderen Märkten hinkt die Verbraucherfreundlichkeit noch etwas hinterher, zum Beispiel im digitalen Bereich. Bei Apps zum Beispiel sind wichtige Informationen zum Zugriff auf Mikrofon oder Smartphone-Profilerstellungen nicht immer sofort ersichtlich. Verbraucher, die im Nachgang dann herausfinden, dass ihr Mobiltelefon vielleicht ein Bewegungsprofil erstellt hat, fühlen sich hintergangen, verunsichert und das mit Recht. Wir Verbraucherpolitiker legen dann den Finger in die Wunde, oft mit Erfolg. Einige Unternehmen reagieren dann, aber das reicht uns noch nicht. Das ist noch lange nicht genug. Deswegen ein Blick in die Zukunft. Was haben wir uns vorgenommen? Was wollen wir noch erreichen in der Zukunft? Was sind unsere Ziele? Die Instrumente, die wir in der Hand haben, die uns zur Verfügung stehen, sind klar. Es ist einmal die Verbraucherforschung, es ist die Verbraucherkompetenz, Verbraucherbildung, es sind klare, eindeutige, transparente Informationen, es ist ein guter Rechtsrahmen und es ist auch eine funktionierende Rechtsdurchsetzung. Und mit dem vorliegenden Haushaltsplan, unserem Einzelplan Nummer 7, stärken wir jedes dieser Instrumente. Der Bundesverband Verbraucherzentrale bekommt rund 12,5 Millionen Euro. Das ist eine ganze Million Euro mehr als noch im Jahr 2017. Und mit diesem Geld werden dann unter anderem Initiativen unterstützt wie der aufsuchende Verbraucherschutz. Aufsuchend im Bereich von Quartieren, etwa man das hier in Berlin sieht, aber auch für mich im ländlichen Bereich, aufsuchend für die Leute, die nicht einen langen Weg auf sich nehmen können oder wollen, um in die nächste Verbraucherzentrale zu fahren. So kann vor Ort schnell Hilfe angeboten werden, schnell, niederschwellig und auch wirklich unkompliziert. Aber das gute Informationen ist das eine. Aber das andere ist, wie werden diese Informationen auch richtig verarbeitet? Das muss gelernt werden. Dabei geht es um Bildung. Es ist sinnvoll, die Finanz- und die Wirtschaftskompetenz, die Ernährungsberatung, ein gesunder Lebensstil bei den Bürgerinnen und Bürgern zu stärken, und zwar bereits im Schulalter. Und hier müssen die Bundesländer viel stärker sich engagieren, denn sie sind für die Lehrpläne zuständig. Finanzkompetenz, gesunde Ernährung und Bewegung kommen weiterhin viel zu kurz, trotz unseres Engagements auf Bundesebene. Und ich bin deswegen sehr gespannt, wie die Länder darauf reagieren und ob sie die Kraft haben, sich zu einigen, auf der Plattform, die wir eingeführt haben, dieser Bildungscloud, ihre Inhalte und auch diese Inhalte der Wirtschaftskompetenz zu platzieren. Und ein weiteres. Ich finde es immer wieder ärgerlich, wenn der Sachverständigenrat für Verbraucherfragen uns Parlamentarier in seine Verfahren nicht einbezieht, aber mit Geldforderungen jedes Jahr neu auf uns zukommt. Auch da gibt es sicherlich Verbesserungsbedarf. Ich freue mich, dass wir die Datenethikkommission eingerichtet haben. Dort werden Zukunftsfragen besprochen. Welche Rolle kommen den neuen Technologien zu? Wie entwickeln sich die Algorithmen und inwiefern muss man selbstlernende Computerprozesse vielleicht kontrollieren, damit sie niemanden bevormunden oder sogar auch entmündigen? Wir haben sehr viel unter den Parlamentariern über den Algorithmen-TÜV diskutiert. Die Ethikkommission ist sicherlich die viel bessere Variante und ich bin sehr, sehr froh, dass wir sie konstituiert haben und wünsche ihr auch wirklich viel Erfolg. Wir warten auf die Ergebnisse. Bei einigen der politischen Initiativen haben wir aber noch nicht die richtigen Instrumente gefunden. Ich möchte Ihnen ein Beispiel nennen, die Produktinformationsblätter. Wir sehen, dass der erhoffte Effekt, also die Übersichtlichkeit, die Vergleichbarkeit, bislang leider nicht so eingetreten ist, wie wir das erhofft haben. Warum ist das so? Was ist da falsch gelaufen? Und jeder von uns wird seine eigene Antwort darauf haben. Und das ist auch okay, dass wir die haben. Aber so kommen wir nicht weiter.
Die Lösung, damit wir besser werden, damit wir zielgenauer werden, damit wir effektiver werden, kann doch nur heißen, wir brauchen mehr Forschung, auch in diesem Bereich. Die Fachleute können uns sagen, wie wir es besser machen können. In den letzten Jahren ist es uns auch gelungen, eine genauere Übersicht über die Verwerfungen in bestimmten Märkten zu bekommen. Dies auch dank der Marktwächter. Wir sind überzeugt, sie leisten in diesem Bereich sehr gute Arbeit und deswegen fördern wir sie auch sehr stark. All das, von den Marktwächtern bis zur Forschung, von besserer Information, Bildung, von dem Rechtsrahmen und die Rechtsdurchsetzung, jetzt aktuell mit der Musterfeststellungsklage, all das sind geeignete Mittel, um das Vertrauen der Verbraucherinnen und der Verbraucher in den Markt, in unsere Gesellschaft zu stärken. Vertrauen zu schaffen zwischen Käufern und Verkäufern, zwischen Kunden und den Anbietern der Wirtschaft, zwischen Bürger und Staat, das ist unsere Aufgabe. Dafür arbeiten wir. Ich in der Verbraucherpolitik und ich natürlich auch als Christdemokratin mit Ihnen zusammen. Vielen Dank. Der nächste Redner ist für die FDP-Fraktion der Kollege Dr. Jürgen Martens. Jürgen Martens ist rechtspolitischer Sprecher der FDP-Bundestagsfraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren! Ich finde, diese Debatte ist insofern interessant, als sie zeigt, dass der Rechtsstaat, dessen Definition und Zuschreibung bis vor einiger Zeit noch unstreitig war, auf einmal sehr streitig diskutiert wird. Und jeder definiert ihn nach seinen Wünschen, selbst innerhalb der Großen Koalition. Dabei ist der Rechtsstaat mehr als nur die Durchsetzung von Recht oder gar die Reduktion auf Recht und Ordnung. Das verkennt seine Bedeutung für die Garantien einer Demokratie, für die Garantien für die Gesellschaft und die Bürger. So lässt es aufhorchen, wenn hier angekündigt wird, man wolle Verfahren beschleunigen, indem man missbräuchliche Beweisanträge und Befangenheitsanträge reduzieren oder abschaffen möchte. Die Frage ist nämlich, was ist dann missbräuchlich? Wer entscheidet das? Die für befangen erklärten Richter am Ende? Natürlich ist kein Richter befangen, wenn man ihn selbst fragt. Genauso kann man die Justiz neben der Reduktion auch überfordern, etwa mit einer Mietpreisbremse. Wer glaubt, Rechtspolitik sei ein geeignetes Mittel, um gesellschaftliche und wirtschaftliche Probleme zu lösen, der irrt. Und Sie werden auch mit den Verbesserungen der Mietpreisbremse nicht das erreichen, was Sie versprechen. Sie werden auch hier scheitern. Die Bundesregierung, sie will den Rechtsstaat stärken mit einem Pakt für den Rechtsstaat. Das klingt hervorragend. 2000 neue Stellen bei den Gerichten und Staatsanwaltschaften in Bund und Ländern. Im Haushalt 2018 hat sich dafür nichts gefunden. Ich dachte, gut, das wird noch nachgebessert im Haushalt 2019. Aber außer 13 Stellen für die Generalbundesanwaltschaft und Stellen für das Patent- und Markenamt findet sich dort nichts. Keine Zuschreibung, keine Mittel. Es passiert nichts, Frau Ministerin. Das müssen Sie sich vorwerfen lassen. Aber es kommt noch schlimmer. Das Land Nordrhein-Westfalen hat im Bundesrat mit Drucksache 322 aus 18 einen Antrag gestellt, mit dem die Länder die Bundesregierung auffordern, ich zitiere, zeitnah die erforderlichen Schritte einzuleiten, um die Umsetzung des Paktes zu ermöglichen. Ende des Zitats. Der sollte am 5. September beraten werden, sollte, wurde aber nicht, weil im Rechtsausschuss des Bundesrates das Bundesland Bayern um Absetzung gebeten hatte. Andernfalls könne es dem Antrag wohl nicht zustimmen, meine Damen und Herren. Und das müssen Sie uns mal erklären, wenn Sie hier in der Haushaltsdebatte verkünden, wie energisch Sie diesen Pakt angehen und ausstatten wollen, aber tatsächlich dann nicht einmal innerhalb der eigenen Koalition im Bundesrat es fertigbringen, dass auch nur der Antrag beraten wird, dass die Bundesregierung endlich in die Puschen kommen möge. Meine Damen und Herren, all dieses ist nicht geeignet unbedingt, um das Vertrauen in den Rechtsstaat zu stärken. Aber das sollte uns eigentlich ein Anliegen sein. Es gibt genügend, die haben überhaupt kein Interesse an einem Rechtsstaat und ihn zu stärken. Nein,
Das sind diejenigen, die diesen Rechtsstaat delegitimieren wollen, durch ständige verbale Grenzüberschreitung ein Klima schaffen, das politische Diskussionen und Lösungen schlicht unmöglich macht und letztlich auch den Rechtsstaat beschädigt. Meine Damen und Herren, diese zynisch kalkulierte Verrohungsspirale, die auch hier manchmal betrieben wird, der sollten wir uns geschlossen entgegenstellen, und zwar im Interesse des Rechtsstaates insgesamt, meine Damen und Herren. Aber um diesen Haushalt, um den es hier geht, den werden wir uns im nächsten Jahr sicherlich noch des Öfteren streiten, insbesondere um die Frage der Durchsetzung und der Durchsetzungsfähigkeit der Bundesregierung für das, was Sie hier angekündigt haben. Wir werden genau zusehen, ob und was dort geschieht. Vielen Dank. Nächste Rednerin für die Fraktion Die Linke ist die Kollegin Amira Mohamed Ali. Amira Mohamed Ali ist Sprecherin für Verbraucherschutz der Linksfraktion. Sehr geehrter Präsident, Kolleginnen und Kollegen, liebe Gäste, es geht um den Haushaltsentwurf 2019 für das Bundesministerium Justiz und Verbraucherschutz. Ich werde über den Verbraucherschutz sprechen, der den Alltag der Menschen betrifft. Für die Linke ist klar, wir brauchen einen starken Verbraucherschutz. Wir wollen, dass die Menschen darauf vertrauen können, dass es Institutionen gibt, die gegen unfaire und illegale Geschäftspraktiken ankämpfen und an die die Menschen sich wenden können, wenn zum Beispiel die Bank überhöhte Gebühren und Zinsen im Kleingedruckten versteckt, wenn der Schlüsseldienst vor einer nach Feierabend geöffnete Tür mehrere hundert Euro in Rechnung stellt, wenn man durch einen falschen Klick im Internet in eine Abo-Falle geraten ist oder wenn Hacker sich Zugang zu allen privaten Daten und Passwörtern verschafft haben, weil die handygesteuerte Glühbirne im Smart Home zu große Sicherheitslücken hatte. Die Linke sagt, wir müssen endlich sicherstellen, dass die Menschen nicht von Unternehmen abgezockt und betrogen werden. Im Verbraucherschutz, da geht es um Alltägliches, aber auch um Grundsätzliches. Es geht um Vertrauen. Vertrauen darauf, dass es Regeln gibt, die die Menschen schützen, und darauf, dass dafür gesorgt wird, dass diese Regeln auch eingehalten werden. Es geht ganz grundsätzlich um Vertrauen in die Politik, und wir müssen feststellen, dass viele Menschen dieses Vertrauen nicht mehr haben. Hier, liebe Kolleginnen und Kollegen, muss dringend gehandelt werden. Die Menschen fühlen sich oft zu Recht alleingelassen, wenn Unternehmen sie betrogen haben. Der Dieselskandal ist nur das prominenteste Beispiel. Es steht nicht gut um den Verbraucherschutz in unserem Land, und dieser Haushaltsentwurf, der spiegelt das leider wider. Gerade einmal 4% des Budgets sind für den Verbraucherschutz vorgesehen. Das ist viel zu wenig. Das wird der Wichtigkeit des Themas nicht gerecht. Die Linke fordert eine eigenständige Verbraucherschutzbehörde. Das wäre ein wichtiger Schritt. Andere EU-Länder haben das längst. Statten Sie außerdem die Verbraucherzentralen endlich mit ausreichenden Mitteln aus. Frau Barley, der Haushalt für das Ministerium ist ja gewachsen im Vergleich zum Vorjahr um 80 Millionen Euro. Nur 0,3% davon sind für die Verbraucherzentralen vorgesehen. Das ist zu wenig. Und dazu kommt, dass wichtige Bereiche der Verbraucherzentralen nur mit sogenannten Projektmitteln, also befristet, finanziert werden sollen. Zum Beispiel die Marktwächter. Sie übernehmen zentrale Beratungs- und Bewachungsaufgaben. Sie prüfen zum Beispiel, ob Heizkosten richtig abgerechnet werden. Wissen Sie, Frau Barley, wie viele Heizkostenabrechnungen, die die Marktwächter vorgelegt bekommen, falsch sind? 2/3. 2 von 3. Bei solchen Zahlen wird doch deutlich, wie dringend der Markt besser kontrolliert werden muss. Und dieser Bedarf, der reißt doch auch nicht plötzlich ab. Stellen Sie die Verbraucherzentralen die Mittel zur Verfügung, und zwar dauerhaft in ausreichender Höhe. Das ist auch wichtig, damit sie unabhängig arbeiten können. Stichwort Unabhängigkeit. Vielen Menschen fehlt sie, weil sie von einem Berg aus Schulden erdrückt werden. Wenn ich mit Schuldnerberaterinnen und Beratern spreche, dann sagen sie mir einhellig, dass die meisten Menschen durch unerwartete Ereignisse, durch Schicksalsschläge in die Schuldenfalle geraten. Ein Todesfall in der Familie, eine schwere Krankheit, der plötzliche Verlust des Arbeitsplatzes. Es ist unsere Aufgabe, diesen Menschen zu helfen und zu verhindern, dass sie immer tiefer in die Schuldenspirale geraten. Daher fordert die Linke ein Recht auf kostenlose Schuldnerberatung für alle. Dieses Recht haben aktuell nur Menschen, die Sozialleistungen beziehen.
Dabei sind es oft gerade die, die noch Einkommen haben, die von Inkassounternehmen bedrängt und abgezockt werden oder durch von Banken in überteuerte Umschuldungskredite gedrängt werden. Diese Menschen brauchen dringend Beratung. Wir müssen dafür sorgen, dass sie sie bekommen. Frau Barley, prüfen Sie diese Einwände. Gehen Sie offen in die Beratung hinein zum Wohle der Verbraucherinnen und Verbraucher. Danke. Nächste Rednerin für Bündnis 90 Grüne ist die Kollegin Tabea Rösner. Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, man könnte ja meinen, die Bundesregierung täte endlich was in Sachen Digitalisierung. Sie benennt eine Digitalstaatsministerin, die ich begrüße, und setzt gefühlt im Wochentakt neue Gremien ein, die sich mit den digitalen Herausforderungen und Verbraucherrechten auseinandersetzen sollen. Aber leider wirkt das sehr aktionistisch. Die Staatsministerin hat kaum Budget und keine Kompetenzen. Der Digitalrat und Datenethikkommission klingen gut, kommen aber reichlich spät. Und die Vorratsdatenspeicherung landet auch nicht dort, wo sie hingehört, nämlich auf die Müllkippe der Geschichte. Die Bürgerinnen und Bürger jedenfalls durchschauen das kaum, wer wofür zuständig ist, welche Abteilung mit wie viel Geld ausgestattet ist und welche konkreten Ergebnisse von welchen Akteuren eigentlich zu erwarten sind. Ein Wirrwarr ohne Gleichen. Die Gremien müssten die Gesellschaft stärker mit einbinden. In der Datenethikkommission ist immerhin der VZBV vertreten, aber hier, wie beim Digitalrat, ist die Zivilgesellschaft kaum vertreten. So stehen Bürgerinnen und Bürger draußen vor einem Elfenbeinturm und müssen sich mit mageren Verlautbarungen zufriedenstellen. Die bisherigen Erfahrungen lassen mich jedenfalls daran zweifeln, dass die Bundesregierung die neuen Impulse auch in handfeste Gesetze umsetzt. Dabei ist die Hausaufgabenliste der Datenethikkommission ziemlich lang. Algorithmen etwa bieten große Potenziale für Forschung, Innovation und Effizienz. Gleichzeitig gibt es aber sehr unschöne Nebeneffekte. Denn wollen Sie, dass Ihre berufliche Zukunft auf dem Spiel steht, weil zum Beispiel die Schufa falsche Informationen über Sie abspeichert? Eine Jobvermittlungsplattform aufgrund Ihres Alters Ihr Profil nicht mehr anzeigt? Oder wollen Sie einen höheren Preis als Ihr Nachbar für den Flug in die USA zahlen, nur weil Sie von einem anderen Gerät aus danach gesucht haben? Vom Big Data im Gesundheitsbereich über Sprachassistenten bis zu Kinderspielzeug, das eifrig Daten sammelt. Verbraucherrechte brauchen jetzt starke Fürsprecher, mehr als je zuvor. Und Menschen brauchen wieder Souveränität über ihre eigenen Daten. Plattformen sind mittlerweile Kommunikations- und Handelsplatz. Und daher müssen wir dafür sorgen, dass unsere Ansprüche an Produktsicherheit, an Transparenz und Vielfalt auch dort umgesetzt werden. Das ist doch unsere Aufgabe. Aber auch in der realen, alltäglichen Welt gibt es einiges zu tun. Nehmen wir das Beispiel unerlaubte Telefonwerbung. Die Zahl der Beschwerden steigt jedes Jahr. Rund 5.000 zählt die Beschwerdestelle der Bundesnetzagentur jeden Monat. Und das ist nur die Spitze des Eisbergs. Denn wer weiß denn schon, dass es diese Beschwerdestelle überhaupt gibt? Telefonwerbung nervt nicht nur. Sie kann auch teuer werden, wenn nämlich Verträge untergejubelt werden. Und die Frage ist auch hier, warum stellen Sie das nicht einfach ab und führen eine Regelung ein, wonach Verträge schriftlich bestätigt werden müssen? Das will im Übrigen auch der Bundesrat, und die von Ihrem Ministerium in Auftrag gegebene Evaluation hat schon vor einiger Zeit gezeigt, dass es Handlungsbedarf gibt. Wir haben dazu noch weitere gute Vorschläge. Schauen Sie sich einfach unseren Antrag an und setzen Sie ihn um. Ein weiteres Ärgerthema: unseriöse Inkassofirmen, die zum Teil mit erfundenen Forderungen, zum Teil mit Wucherforderungen verunsichern. Das Gesetz gegen unseriöse Geschäftsbedingungen hat keine Wirkungskraft. Auch das bestätigt längst ein Gutachten Ihres Ministeriums. Passiert ist aber nichts. Stattdessen sind die Summen, die Inkassofirmen schon für Kleinstbeträge fordern, immer noch weiter gestiegen. Wir brauchen endlich gesetzliche Regelungen, um Inkassokosten zu begrenzen.
eine bessere und durchsetzungsfähige Aufsicht und höhere Bußgelder. Nur so legen wir unseriösen Firmen auch das Handwerk. Es gäbe noch viele weitere Beispiele, dafür bräuchte ich aber viel mehr Zeit. Daher ein letzter Appell, liebe Ministerin Barley, nehmen Sie die Sorgen der Menschen ernst und stärken Sie Verbraucherrechte des täglichen, digitalen wie analogen Lebens. Vielen Dank. Der nächste Redner ist der Kollege. Tabea Rösner war das, Bündnis 90 Die Grünen. Nach ihr jetzt Alexander Hoffmann für die CDU-CSU-Fraktion. Sehr geehrter Herr Präsident, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble hat vor 3 Tagen in diesem Haus eine, wie ich meine, bemerkenswerte Rede gehalten. Die Rede endete mit dem Satz: Wir brauchen keine Revolution, sondern einen starken, einen toleranten Rechtsstaat. Der erste Teil des Satzes galt Ihnen von der rechten Seite. Nach Ihren beiden Reden heute muss ich aber ehrlich sagen, ich habe nicht das Gefühl, dass Sie das wirklich verstanden haben. Der zweite Teil des Satzes, der betrifft uns als Rechtspolitiker, weil es ist tatsächlich Aufgabe des Rechtsstaates, einen starken, einen wehrhaften Rechtsstaat zu gewährleisten. Und, liebe Kolleginnen und Kollegen, diese Aufgabe drängt. Denn wir alle nehmen draußen wahr, dass es Bürgerinnen und Bürger gibt, die tatsächlich am Funktionieren des Rechtsstaats zweifeln. Das erleben wir am Diskussionsverhalten, am Demonstrationsverhalten, ja, und auch am Wahlverhalten. Und deshalb haben wir richtigerweise und nicht ohne Grund in den Koalitionsvertrag im rechtspolitischen Bereich dort in den Mittelpunkt den Pakt für den Rechtsstaat gestellt. Und Frau Ministerin, ich fand es gut, dass Sie heute mal skizziert haben, wie wir diesen Pakt für den Rechtsstaat mit Leben füllen wollen. Aber gleichzeitig finde ich es dann auch schade, lassen Sie mich das sagen, wenn ausgerechnet Ihre Partei statt über die Thematik Pakt für den Rechtsstaat mit uns an einem Strang zieht und versucht, das in den Mittelpunkt zu stellen, sondern es kommt ein weiteres Papier zum Thema Mieten. Als Inhalt drin zu finden, Mietenstopp bis hin zur Verschärfung der Voraussetzungen für die Eigenbedarfskündigung. Und liebe Kolleginnen und Kollegen von der SPD, damit erzielen Sie 2 Ergebnisse. Zum einen verunsichern Sie Investoren in unserem Land. Und ob Sie es glauben oder nicht, wir brauchen ermutigte Investoren, um bezahlbares Wohnen in Deutschland sicherzustellen. Im Übrigen möchte ich noch mal darauf hinweisen, dass 2/3 aller Wohnungseigentümer Privatleute sind und eben nicht Konzerne oder Investorenketten. Und der zweite Punkt, der mich dabei beschäftigt, und lassen Sie mich das in einer Art koalitionären Verbundenheit sagen: Sie verspielen mit einem solchen Taktieren Ihre Glaubwürdigkeit. Wenn wir nämlich einige Monate zurückgehen, da haben wir gemeinsam das Mietenpaket im Koalitionsvertrag präsentiert. Wir haben gesagt, es ist ein gutes Paket, es ist ein wirksames Paket mit vielen Bausteinen. Und einige Monate später kommen Sie mit einem neuen Papier und dokumentieren damit, dass Sie das, was Sie vor einigen Monaten der Bevölkerung verkauft haben, selbst als wirkungslos erachten. Wenn wir aber über einen wehrhaften, über einen starken Rechtsstaat reden, dann, liebe Kolleginnen und Kollegen, ist natürlich auch die Opposition in der Pflicht. Und wenn wir dann über bestimmte Vorfälle reden, sei es die Kölner Domplatte, sei es die Causa Amri oder jetzt in Chemnitz, dann klingt das ja tatsächlich alles sehr einmütig. Wo war denn die Polizei? Solche Fehler dürfen nicht passieren. Da muss der Rechtsstaat agieren. Wenn dann aber zum Beispiel der Freistaat Bayern sein Polizeiaufgabengesetz novelliert, um die Polizei fit zu machen für die Herausforderungen der Zukunft, für die Verbrechensbekämpfung in der digitalen Welt, für die Terrorismusbekämpfung, dann kommen Sie gleich als allererstes, heben die Hand und sagen, ihr macht einen Polizeistaat. Herr Präsident, ich glaube, da ist eine Frage. Wenn Sie die gestatten. Ja, mit großem Vergnügen.
Wir sind Nachbarn. Herr Hoffmann, wir ringen ja um unser gemeinsames Verständnis zum Rechtsstaat. Finden Sie die Anrufung des Bundesverfassungsgerichts und des Bayerischen Verfassungsgerichts nicht genau den rechtsstaatlichen Umgang mit diesem zweifelhaften Gesetz? Frau Kollegin, genau dazu will ich gleich was sagen. Wir ringen aber auch über unser gemeinsames Verständnis über die Rechtspolitik. Sie sagen vorhin noch, wie wichtig es ist, dass Rechtspolitik vor allem Sacharbeit ist. Und dann liefern Sie hier eine Rede ab, die vor allem eines war, nämlich Wahlkampf, Landtagswahlkampf in Bayern. Aber jetzt zu Ihrer Frage. Genau das ist doch der Punkt. Und da komme ich zu den nächsten Punkten, die ich ansprechen wollte. Dieses Bündnis, das sich gebildet hat, das besteht aus der Bundestagsfraktion der FDP, der Grünen und der Linken. Das amüsiert mich zunächst einmal auf einer Seite. Ich will Ihnen auch sagen, warum. Es amüsiert mich deswegen, weil Sie von der FDP sich natürlich fragen lassen müssen, ob Sie so tatsächlich glauben, als starke Stimme in der Sicherheits- und in der Rechtspolitik wahrgenommen zu werden, wenn Sie mit den Linken, ich bin noch am Beantworten der Frage, Herr Kollege, wenn Sie mit den Linken gemeinsame Sache machen. Der zweite Punkt, der mich amüsiert, Der zweite Punkt, der mich amüsiert, ist der Punkt, dass man natürlich schon mal die Frage stellen muss, ja, was ist denn eigentlich mit Ihren Landesverbänden? Sind die so schwach, dass Sie jetzt die Bundestagsfraktion der jeweiligen Parteien brauchen, um in Bayern Wahlkampf zu machen? Das, was mich aber amüsiert, und ich bin immer noch bei der Frage, ist, Frau Kollegin Rottmann, der Punkt, dass mich manche Dinge auch nachdenklich stimmen. Und jetzt komme ich dazu. Die Verfassungsbeschwerde, das ist das eine. Aber haben Sie tatsächlich mal sich damit beschäftigt, was auf Veranstaltungen, was auf Demonstrationen, zu denen Sie auch einladen, an denen Sie teilnehmen von den drei Fraktionen, was dort an Inhalten transportiert wird, das sind Unwahrheiten. Da wird behauptet, mit dem neuen Polizeiaufgabengesetz könnte jetzt anlasslos über Tage hinweg könnten Leute in Gewahrsam genommen werden. Ist nicht richtig. Es wird behauptet, der Begriff der drohenden Gefahr ist eine Erfindung der bayerischen Staatsregierung, und es wird unterschlagen, dass das dekliniert und definiert worden ist vom Bundesverfassungsgericht im BKAG-Urteil vom 20.04.2016. Und das meine ich, Frau Kollegin, das ist ein Unterschied. Selbstverständlich ist es legitim, eine Verfassungsbeschwerde einzureichen. Aber mit solchen Unwahrheiten, mit solchen Unseriösheiten zu arbeiten und sie nicht richtig zu stellen, und ich unterstelle Ihnen, dass Sie genau wissen, dass das in diesem PAG nicht drinsteht, das erachte ich als problematisch. So, danke. Nächste Zwischenfrage, bitte kurz mit kurzer Antwort. Dass Sie die Zwischenfrage zulassen. Ich stelle noch eine Frage. Finden Sie es nicht bemerkenswert, dass bei allen politischen Unterschiedlichkeiten drei Fraktionen dieses Hohen Hauses sich einig sind, dass das Bayerische Polizeiaufgabengesetz in wesentlichen Teilen verfassungswidrig ist? Herr Kollege, danke für die Frage. Bei allen unterschiedlichen politischen Ausrichtungen der drei Fraktionen haben aber auch alle drei Fraktionen und alle drei Parteien, die dahinter stehen, eins gemeinsam. Sie führen nämlich Landtagswahlkampf in Bayern. Danke. Herr Kollege Martens hätte noch eine Frage. Ja, mit ganz großem Vergnügen. Herr Kollege, zum einen ist die Frage, aus Ihren Ausführungen gehe ich recht in der Annahme, dass Sie gleichwohl die bestehenden Möglichkeiten, Normenkontrollanträge zu stellen, nicht einschränken wollen. Zweitens, die Frage, gehen Sie davon aus, dass der Freistaat Bayern jedenfalls das Polizeiaufgabengesetz, sollte es beanstandet werden, vom Verfassungsgericht entsprechend nachbessert? Ja, selbstverständlich. Das ist nur die Frage, weil Sie das eben so deutlich haben. Herr Kollege, wenn Sie beantworten wollen. Herr Kollege, ich bin deswegen etwas ratlos, weil ich mich schon wundere, wie Sie auf diese Fragen kommen, weil ich an keiner Stelle zum Beispiel das Recht, Normenkontrollklagen zu erheben, angetastet habe und dass das eine Selbstverständlichkeit ist, dass man Vorgaben von Verfassungsgerichten umsetzt. Nur, Sie tun ja so, als gäbe es die schon. Warten wir es doch einfach mal ab. Ich bezweifle das nämlich massiv. Danke. Das Hauptproblem, auch an dieser Allianz und an der Diskussion, wie sie in Bayern geführt wird, und ich bitte Sie schon noch mal, führen Sie sich mal die Bilder vor Augen, die wir von diesen
Veranstaltungen und von diesen Demonstrationen sehen. Das Hauptproblem, und das beklage ich eigentlich am meisten, ist ein anderes. Es wird in vielen Veranstaltungen tatsächlich der Eindruck erweckt, dass Polizisten heute schon willkürlich handeln. Und liebe Kolleginnen und Kollegen, Wahlkampf ist das eine, Sacharbeit und sachliche Auseinandersetzung das andere. Aber man muss eben auch mal sagen, dass wir viele tausend Polizisten im Land haben, die einen großartigen Job machen, und die haben es einfach nicht verdient, in eine solche Debatte derart reingezogen zu werden. Ich habe deswegen Sorge, wenn ich mir diese Allianz anschaue, weil es ist dieselbe Allianz, die auch gegen die Vorratsdatenspeicherung arbeitet. Der Kollege Ruppert hat vorhin sogar ein Moratorium gefordert zum Thema Vorratsdatenspeicherung. Und wir reden über eine Allianz, die gesteuert ist von wenig Argumenten und viel Ideologie. Ich spreche tatsächlich von Ideologie, das haben wir heute wieder gemerkt, weil egal was passiert, egal welche Zahlen auf den Tisch kommen, sie verändern ihre Position um keinen Millimeter. Anders kann ich die Forderung nach dem Moratorium heute und auch die Äußerung von den Grünen nicht verstehen. Ich will Ihnen ein konkretes Beispiel nennen. Vor der Sommerpause im Zusammenhang mit den Ermittlungen gegen die Kinderpornografie-Plattform Elysium ist bekannt geworden durch das BKA, dass im Jahr 2017 sage und schreibe, liebe Kolleginnen und Kollegen, 8.400 Fälle von Kinderpornografie, ich wiederhole, 8.400 Fälle von Kinderpornografie im Jahr 2017 nicht weiterverfolgt werden konnten, weil keine gespeicherten Daten mehr vorhanden waren. Dazu habe ich von Ihnen nichts gehört, und stattdessen wird das einfach ausgeblendet und heute wieder über Moratorien geredet. Ich sage Ihnen, liebe Kolleginnen und Kollegen, wenn wir den Rechtsstaat stärken wollen, dann müssen wir das auch in der digitalen Welt tun, und dazu gehören solche Instrumente. Und dazu, liebe Frau Ministerin, darüber haben wir schon geredet, dazu gehört eben auch die Strafbarkeit des untauglichen Versuchs beim Cybergrooming. Ermittlungen, Ermittler haben in der letzten Legislaturperiode uns aufgezeigt, dass das erforderlich ist. Die Realität zeigt uns das auch auf, und deswegen hoffe ich, dass wir das als eines der nächsten Projekte gemeinsam angehen können. Die Zeit ist reif. Im wahrsten Sinne des Wortes, ich bin fast am Ende, liebe Kolleginnen und Kollegen, und ich sage Ihnen, Wolfgang Schäuble, er hat tatsächlich recht. Wir brauchen keine Revolution, sondern wir brauchen einen toleranten, einen starken Staat. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Alexander Hoffmann war das für die CDU/CSU. Mehrere Zwischenfragen, die sich bezogen auf das bayerische Polizeigesetz. Jetzt geht es weiter mit Eva Högel, eine der stellvertretenden Vorsitzenden der SPD-Fraktion. Ich kann direkt da weitermachen, Herr Hoffmann, wo Sie aufgehört haben, beim Thema handlungsfähiger und starker Rechtsstaat. Das ist unser Thema heute hier. Und ich finde das auch sehr gut, dass sich das seit heute Morgen um 9 hier durch unsere Debatten zieht, wie ein roter Faden, dass wir gemeinsam der Auffassung sind, dass wir einen starken und handlungsfähigen Rechtsstaat brauchen und dass wir gemeinsam hier auch alles dafür tun, dass das so ist und die Grundlagen legen, nicht nur im Haushalt, sondern auch durch sonstiges Tun, nicht nur hier im Bundestag. Ich will noch mal darauf hinweisen, dass es darum geht, die Grund- und Menschenrechte durchzusetzen, Gewaltenteilung hochzuhalten, alles keine Selbstverständlichkeiten, sondern in diesen Tagen Dinge, die man durchaus noch mal wieder erwähnen muss. Und dass es auch darum geht, liebe Kolleginnen und Kollegen, Respekt vor dem Handeln und den Entscheidungen von Justiz und Behörden zu haben, und dass es auch um Vertrauen in den Rechtsstaat geht. Sie haben zu Recht Herrn Schäuble, unseren Bundestagspräsidenten, zitiert, und auch die Ministerin hat es noch mal hervorgehoben, das Gewaltmonopol liegt beim Staat, und wir dulden in Deutschland an keiner Stelle, zu keinem Zeitpunkt, nirgendwo Selbstjustiz.
Und auch das hat Ministerin Barley schon gesagt. Ich möchte das noch mal verstärken und wiederholen. Nicht jedes Urteil gefällt uns, was gesprochen wird. Das gehört zu einem Rechtsstaat dazu. Aber trotzdem ist es unerlässlich, dass sich alle, und ich betone das ganz ausdrücklich, alle in der Gesellschaft, in der Politik, in der Verwaltung an die entsprechenden Urteile halten. Wer die Justiz austrickst, schadet dem Rechtsstaat und legt die Axt an den Rechtsstaat und an Respekt und Vertrauen vor den Rechtsstaat. Und das darf nicht passieren, das ist nicht akzeptabel. Und deswegen ist unser zentrales Vorhaben der Pakt für den Rechtsstaat. Und das ist, Herr Martens, das darf ich noch mal sagen, das ist sehr konkret eine Vereinbarung zwischen Bund und Ländern. Und die haben gesagt, wann kommt denn das? Das kommt, da seien Sie sich sicher, denn das ist eine gemeinsame Verantwortung, die wir hier im Bundestag haben und auch in den Bundesländern. Und wir sind uns sehr bewusst, dass wir das auf der nächsten Ministerpräsidentenkonferenz, auf weiteren Sitzungen mit den Bundesländern intensiv erörtern, wo die gemeinsame Verantwortung liegt und was die jeweilige Ebene dazu beitragen kann. Frau Kollegin, gestatten Sie dazu eine Zwischenfrage? Sehr gerne. Habe ich ja provoziert. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Kollegin Hügel, Sie haben eben gesagt, der Rechtsstaat kommt, der Pakt für den Rechtsstaat kommt, er sei konkret. Könnten Sie ungefähr sagen, wann er denn kommt? Also, es gibt zum Beispiel ein Datum, nämlich die Ministerpräsidentenkonferenz am 6. Dezember. Ich kenne die Tagesordnung noch nicht, aber ich gehe davon aus, dass der Pakt für den Rechtsstaat dort auch Gegenstand der Besprechungen zwischen Bund und Ländern sein wird. Ein sehr konkretes Datum. Es geht bei dem Pakt für den Rechtsstaat um Personal, um die Ausstattung der Justiz und weiterer Behörden und um effiziente Verfahren. Und deswegen legen wir hier mit dem Haushalt 2019 auch noch mal ganz klar vor, nämlich mehr Mittel für die gute Ausstattung des Generalbundesanwalts und seiner Behörde, mehr Mittel für das BGH und das Bundesverwaltungsgericht und die anderen Obergerichte. Das ist die Seite personelle Ausstattung. Und dann ist es auch schon angesprochen worden, und ich will das auch noch mal hervorheben, nämlich wie arbeiten unsere Gerichte und unsere Justizbehörden. Und das ist nicht alles optimal, die Situation dort in den Räumen, die Ausstattung. Da können wir von Bundesseite auch nur sehr begrenzt Einfluss nehmen. Aber wir ermuntern und ermutigen auch die Bundesländer, die Justiz gut auszustatten. Und vor allen Dingen das Thema Digitalisierung, da denke ich, haben wir auch eine Menge vor uns. Zum Thema Verfahren, auch das möchte ich noch mal hervorheben, Herr Martens, das hatten Sie auch erwähnt und andere Kolleginnen und Kollegen auch. Nicht zuletzt der NSU-Prozess mit seiner 5-jährigen Dauer. Es ist wichtig, so ein Mammutverfahren auch gründlich zu führen, hat gezeigt, dass wir auch Reformbedarf bei den Verfahren haben und insbesondere auch bei der Strafprozessordnung. Wir haben uns das vorgenommen im Koalitionsvertrag und wir werden da auch zu Vorschlägen kommen. Ich möchte ein Thema noch schnell aufgreifen. Das ist das Thema Miete, was uns allen sehr am Herzen liegt. Da gehe ich jedenfalls von aus, Herr Hoffmann, dass auch Ihnen das sehr am Herzen liegt und der SPD sei erlaubt, auch über den Koalitionsvertrag mit Forderungen hinauszugehen. Das ist unser gutes Recht und das gibt ja auch immer noch mal den Schubs in die richtige Richtung. Die Frage, ob jemand eine Wohnung hat, ist ganz entscheidend für viele weitere Fragen, nämlich auch für die Frage, wie sicher fühlen sich die Personen? Kommt es zu einer Verunsicherung, weil man Sorge hat, die Wohnung vielleicht nicht behalten zu können. Und deshalb ist es nicht übertrieben, sondern nur angemessen, wenn wir sagen, Miete und Wohnen ist die neue soziale Frage. Und für die SPD sage ich an dieser Stelle noch mal ganz deutlich, die SPD steht an der Seite der Mieterinnen und Mieter, denn die brauchen unsere Unterstützung. Wir wollen Investoren natürlich ermutigen, zu investieren, aber wir brauchen ein starkes soziales Mietrecht mit einer klaren Begrenzung auch von Mietsteigerungen und von Herausmodernisierung. Und da ist der Vorschlag, der jetzt vorliegt, uns zur Beratung, ein ganz hervorragender, der das Mietrecht im Sinne der Mieterinnen und Mieter verschärft. Und deswegen freue ich mich auf die weiteren Beratungen im Sinne eines starken Rechtsstaats, zu dem auf jeden Fall auch ein soziales Mietrecht gehört. Vielen Dank. Soweit Eva Högel für die SPD-Fraktion. Nach ihr Jens Mayer, AfD. Sehr geehrter Herr Präsident, meine Damen und Herren, hier soll ja eigentlich über den Haushalt gesprochen werden. Ich habe eigentlich den Eindruck gehabt, hier wird über alles Mögliche gesprochen, nur nicht über den Haushalt. Was fällt auf beim Einzelplan 07 für das Ressort des Bundesministeriums der Justiz
und für Verbraucherschutz. Ich will es Ihnen sagen, die Unauffälligkeit, die geradezu auffällige Unauffälligkeit. Herr Dr. Martens hat es vorhin schon angesprochen. Er hat es auch ganz zutreffend gesagt. Von dem, was man so vorhat, ist da nicht zu sehen. Oder Frau Dr. Rottmann hat es vorhin auch gesagt, hat von Luftballons gesprochen. Hier, das ist ein Plan ohne jede Vision. Und das ist etwas, was eigentlich sehr erstaunt. In einer Zeit der Messermigration und des Umstandes, dass etwa 700.000 Ausreisepflichtige in diesem Land herumkreiseln, würde man doch eigentlich erwarten, dass sich dies im Haushaltsplan für die Justiz niederschlägt. Aber was ist? Wir sehen, alles bewegt sich in der üblichen Schwankungsbreite. Das betrifft namentlich auch die Planstellen für Richter und Beamte am Bundesverwaltungsgericht. Hier müsste doch eine deutliche Aufstockung erfolgen, wie überhaupt an allen Gerichten. Es müsste hier deutlich mehr Geld für Planstellen eingeplant werden. Im Kapitel 0715 ist von einem Ansatz von etwa 9,5 Millionen Euro ausgegangen worden. Es müssen deutlich, deutlich über 10 Millionen hier eingesetzt werden. Sehe ich nicht. Verwaltungsgerichte sind wegen der Zunahme der Asylverfahren völlig überlastet. In ihrer Folge natürlich auch das Bundesverwaltungsgericht erheblich unter Druck. Nur über eine deutliche personelle Aufstockung können sowohl die Bearbeitungszeiten als auch die Erledigungszahlen in der Rechtsmittelinstanz gesteigert werden. Über diesen Weg ist es dann möglich, effektiv das zu tun, was zum Schutz unserer Bevölkerung dringend erforderlich ist, nämlich die Gäste von Frau Merkel, die nicht hierher gehören, endlich wieder nach Hause zu schicken. Ich habe ja leider nicht viel Zeit. Ich möchte nur eine Sache hier herausgreifen. Die Bundesstiftung Magnus Hirschfeld, BMH genannt. Das habe ich mal als Paradebeispiel herausgegriffen, um zu zeigen, wo man meint, Prioritäten zu setzen, beziehungsweise wofür man überhaupt Geld ausgibt. Diese 2011 errichtete Stiftung hat zum Ziel, an Magnus Hirschfeld zu erinnern. Kennt den jeder? Würde ich mal jetzt da die Damen da, da oben. Kennt den jeder? Ja. Bildungs- und Forschungsprojekte zu fördern und einer gesellschaftlichen Diskriminierung von Lesben, Schwulen, Bisexuellen, Transsexuellen, Trans- und Intergeschlechtlichen sowie queeren Personen in Deutschland entgegenzuwirken. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe da erst mal nachlesen müssen, was das alles ist. Das war, ich weiß jetzt nicht, da oben sitzt eine Schulklasse, ob die das wissen. Ja, also, wenn man jetzt mal da in den Plan guckt, das soll von 2017 mit 324.000 Euro wurde für 2018 auf 500.000 Euro erhöht. Für 2019 ist eine Erhöhung im Soll auf 547.000 Euro vorgesehen. Das ist eine Erhöhung im Soll um fast 10% über den Daumen. Für diese Bundesstiftung wird doppelt so viel Geld eingeplant als für das Servicebüro der Deutschen Bewährungshilfe e.V. in Köln für Täter-Opfer-Ausgleich und die Stiftung Deutsches Forum für Kriminalprävention zusammen. Da fragt man sich doch, werden hier die Prioritäten richtig gesetzt? Ja, was quält die Menschen denn heute? Was ist denn da vorrangig? Ja, der Schutz vor sexuellen Präferenzen, vor Diskriminierung oder der Schutz der Bürger vor real existierender Kriminalität? Was steht denn hier an erster Stelle? Ja, hier an diesem kleinen Beispiel sieht man wieder, wie man von Regierungsseite die realen Probleme ignoriert und stattdessen Geld in eine ideologisch motivierte Umerziehung investiert. Das lehnen wir ab. Vielen Dank. Jens Mayer war das für die AfD-Fraktion. Nächster Redner ist Markus Uhl, CDU-CSU-Fraktion, der letzte Redner in dieser Debatte zum Etat des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Der nächste Redner und letzter Redner in dieser Debatte, Markus Uhl, CDU-CSU-Fraktion.
Ja, sehr geehrter Herr Präsident, Frau Ministerin, meine sehr geehrten Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen. Der Haushalt des Bundesministeriums der Justiz und für Verbraucherschutz ist ein Verwaltungshaushalt. Er ist geprägt durch einen sehr hohen Anteil an Verwaltungsausgaben und Personalausgaben. Er ist der kleinste Ressort-Einzelplan mit 877 Millionen Euro. Und das ist im Vergleich zu diesem Jahr, zu 2018, eine Steigerung um 84 Millionen Euro in den Ausgaben. Diese vergleichsweise geringe Summe des Volumens des Einzelplanes sollte man allerdings nicht unterschätzen. Legen wir doch hier die grundsätzlichen Basics für das Verfassungsressort, Justizministerium sowie die grundlegenden Institutionen unseres Rechtsstaates und natürlich auch des Verbraucherschutzes. Die Ministerin hat es eben schon gesagt, auf der Einnahmeseite stehen allerdings auch 571 Millionen Euro. Das ist die beste Deckungsquote eines Ressorts in Höhe von 65%. Und das haben wir zu verdanken zuallererst dem Deutschen Patent- und Markenamt in München, das 410 Millionen Euro quasi erwirtschaftet, wovon ein Überschuss sozusagen von 200 Millionen Euro in den Bundeshaushalt fließt. Und man kann es gar nicht hoch genug einschätzen, dass Innovationsschutz Standortfaktor ist. Der Schutz des geistigen Eigentums ist für eine innovative Wirtschaft essentiell. Und deshalb war es richtig, dass wir in der letzten Bereinigungssitzung für den Haushalt 2018 noch mal zusätzlich zum ohnehin geplanten Aufwuchs 60 Stellen beschlossen haben für das Patent- und Markenamt. In diesem Jahr stehen 100 zusätzliche Stellen im Haushaltsentwurf schon drin. Ich glaube, auch da sollten wir das eine oder andere noch mal zusätzlich drauflegen, denn nur so können wir den Verfahrensstau, den wir dort haben, auch nachhaltig abbauen. Und gerade vor dem Hintergrund eines globalisierten Innovationswettbewerbs, meine Damen und Herren, ist es unabdingbar, dass Patentanmeldungen und Rechercheaufträge in vertretbarer Zeit bearbeitet werden können. Und es ist ja häufig schon angesprochen worden heute. Der größte Bereich in diesem Einzelplan, das ist der Bereich der Rechtspflege. Dazu gehört das Bundesamt für Justiz, dazu gehören die obersten Bundesgerichte, das Bundesverwaltungsgericht, der Bundesfinanzhof, der Bundesgerichtshof und der Generalbundesanwalt. Also wesentliche Institutionen des Bundes für unseren Rechtsstaat. Und ich war persönlich vor Ort, ich habe mich persönlich davon überzeugt, dass alle Bundesrichter, Staatsanwälte, Beamten und Beschäftigten in unseren Gerichten und Behörden ihr Bestes geben und sich engagiert einsetzen für unseren Rechtsstaat und ihre Amtsausübung neutral gestalten. Unser Rechtsstaat funktioniert, und ich habe auch den Eindruck gewonnen, dass wir, was die Bundesgerichte angeht, auch personell auskömmlich ausgestattet sind. Bundestagspräsident Wolfgang Schäuble ist auch schon mehrfach zitiert worden in dieser Debatte. Er hat am Dienstag einen eindringlichen Appell an alle gerichtet, die für den Rechtsstaat, für die Einhaltung der Rechtsstaatlichkeit, für das Funktionieren von Polizei und Justiz Verantwortung tragen. Wir müssen bei der Durchsetzung von Recht und des Rechtsstaats besser werden, noch besser werden, schneller, konsequent und sichtbar. Und deshalb hat die Bundesregierung den Pakt für den Rechtsstaat ausgerufen. Und dazu gehören natürlich auch Maßnahmen zur Verfahrensbeschleunigung, zur Verfahrensvereinfachung und Vereinheitlichung. Diese Maßnahmen gibt es quasi, und das freut mich als Haushälter natürlich, quasi haushaltsneutral. Man muss die Hausaufgaben machen, das muss das Ministerium leisten und jetzt engagiert auch angehen. Und dazu gehören auch Maßnahmen zur Verhinderung von Rechtsmissbrauch, wie zum Beispiel beim Abmahnrecht, zu dem ich auch ausdrücklich Abmahnungen bei vermeintlichen Verstößen gegen die EU-Datenschutzgrundverordnung zähle. Auch hier bin ich froh, dass das Ministerium demnächst einen Vorschlag dazu machen wird. Und dazu gehört natürlich auch, und ich habe es eben schon angesprochen, die angemessene Personalausstattung der Gerichte und der Bundesanwaltschaft. Und gerade weil wir weiterhin vor Herausforderungen und Bedrohungen durch Terrorismus, aber auch durch Extremismus, egal von welcher Seite er kommt, stehen, ist es wichtig, hier wachsam zu bleiben und die Gerichte und die Bundesanwaltschaft bedarfsgerecht auszustatten. Das haben wir in der Vergangenheit und auch gerade in den letzten Haushaltsberatungen getan. Das tun wir auch wieder in diesen Haushaltsberatungen, meine Damen und Herren, indem wir den Generalbundesanwalt mit zusätzlichen Stellen verstärken. Und ich sehe weiterhin große Herausforderungen, die wir haben im Bereich der Justiz, und die liegen in der Digitalisierung. Im Bereich der elektronischen Gerichtsakte, die eingeführt wird, im Bereich des elektronischen Gerichtsverkehrs, aber auch im Datenaustausch zwischen Polizei und Justiz. Mit dem Projekt Amtsgericht 4.0 haben wir bereits in den letzten Haushaltsberatungen vor 4 Monaten
einen Grundstein für ein Projekt gelegt, an dem wir die Erfahrungen mit der Digitalisierung in der Justiz verbreitern und verbessern wollen. Es geht allerdings weiter und es muss auch weitergehen um das Setzen von Standards, um die Vereinheitlichung, die Verknüpfung von Systemen. Wir müssen einen föderalen Flickenteppich vermeiden und die ambitionierten Ziele auch wirklich einhalten. Ziel ist eine moderne und eine sichere IT-Infrastruktur. Und ich glaube, dass der Bund hier insgesamt auch mehr Verantwortung gemeinsam mit den Ländern übernehmen kann. Und meine Damen und Herren, auch einzelne Vorredner haben es ja schon angesprochen. Ich freue mich, dass es uns gelungen ist, regierungsfraktionsübergreifend seit den letzten Haushaltsberatungen die Basis für das Forum Recht in Karlsruhe zu schaffen. Das Forum Recht soll Informations-, Dokumentations-, aber vor allen Dingen Kommunikationszentrum für Recht, Rechtsstaatlichkeit und Gerechtigkeit sein. Und Kollege Perli, Sie waren ja auch vor Ort in Karlsruhe dabei. Ich glaube nicht, dass wir eine Bundeszentrale für rechtsstaatliche Bildung brauchen. Ich glaube, wir sollten beim vorgelegten Konzept bleiben. Ein Ausstellungs-, ein Diskussionsraum vor Ort in Karlsruhe, konkret, aber auch im virtuellen Raum und vor Ort über portable Formate an vielen Orten in Deutschland. Denn es geht nicht um denn es geht vor allen Dingen darum, das Bewusstsein zu stärken für Recht, für Rechtsstaat, für Gerechtigkeit und letztlich auch für unsere Demokratie. Lassen Sie uns gemeinsam in diesem Hause in den anstehenden Beratungen für 2019 die weiteren Grundsteine legen, dieses Projekt voranzutreiben, die Stiftung Forum Recht möglichst schnell zu gründen und die vorbereiteten Maßnahmen auch für den Bau zu treffen, dass wir die entsprechenden Mittel auch bereitstellen können. Meine Damen und Herren, der Regierungsentwurf, der vorliegt, knüpft, wie ich finde, an die gute Entwicklung der Justiz und des Verbraucherschutzes in den letzten Jahren an und ersetzt, wie ich finde, die richtigen Schwerpunkte. An einzelnen Stellschrauben können wir noch drehen, und das werden wir im Zuge der Beratungen auch sicherlich noch tun, zur Stärkung eines toleranten und eines starken Rechtsstaats. Herzlichen Dank an die Mitarbeiter des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz, des Bundesfinanzministeriums, des Haushaltsausschusses insgesamt. Packen wir es an. Soweit, meine Damen und Herren, die Rede von Markus Uhl, CDU-CSU-Fraktion. Letzter Redner in der Aussprache zum Etat des Bundesministeriums für Justiz und Verbraucherschutz. Letztlich ist das Justizministerium ein beratendes Ministerium bei der Gesetzgebung. Der Etat ist zwar 876 Millionen stark, aber im Vergleich zu anderen Häusern relativ klein. Ein Schwerpunkt sicherlich der Pakt für den Rechtsstaat, über den hier mehrfach gesprochen und diskutiert und auch nachgefragt wurde.